Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren heutigen Streaming-Tipps. Es ist Montag, der 8. Mai. Wir starten in die neue Woche mit einer Polizistin, die plötzlich wieder gegen den Mörder ihrer eigenen Tochter ermitteln muss. Für die Wuppertaler Polizistin Luise Berg wird ein Albtraum wahr, als der mutmaßliche Mörder ihrer damals 17-jährigen Tochter wieder vor ihr steht. Und zwar in einem Baumarkt. Dennis Opitz bekam vor 7 Jahren lebenslang, wurde nun aber vorzeitig entlassen und gilt als resozialisiert. Und das ist noch nicht alles. Dennis Opitz hat die 7 Jahre genutzt, um sich komplett zu verändern. Er tritt nicht mehr schüchtern und wortkarg auf, sondern ist attraktiv und selbstbewusst. Aber Luise Berg lässt sich davon nicht blenden. Dennis Opitz wurde vorzeitig entlassen. Soll das ein Witz sein? Schließen Sie mit der Sache endlich ab. Wie geht es denn Ihrer anderen Tochter? Verstehst du nicht? Der ist draußen. Er verfügt über eine vorbildliche Sozialprognose und stellt keinerlei Gefahr mehr für die Allgemeinheit dar. Bullshit! Seine ganze angebliche Veränderung, das ist nichts als Fassade. Du bist was ganz Besonderes. Er manipuliert alle. Hören Sie auf, am Rad zu drehen. Hören Sie auf. Ich bin scheiße geworden, Mama. Wenn ich gewusst hätte... Was hast du nicht gewusst? Als plötzlich wieder mysteriöse Morde geschehen, recherchiert Luise in Dennis' Vergangenheit und findet heraus, dass er offenbar auf einem Rachefeldzug ist. Doch niemand will ihr glauben. Die Thriller-Serie Zwei Seiten des Abgrunds spielt mit den Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge, Schuld und Unschuld. Heute ist der internationale Start der Serie, zeitgleich unter anderem bei HBO Max und bei uns in Deutschland bei RTL Plus. Da sind sofort alle 6 Folgen verfügbar. Es geht in die zweite Runde für einen der bekanntesten Strafverteidiger der USA, Perry Mason. Die Serie spielt in den 1930er Jahren in Los Angeles. Weite Teile der USA liegen wirtschaftlich am Boden. Es herrscht die große Depression. Aber in der Stadt der Engel klingeln die Kassen. Hollywood und neue Ölfelder sorgen für wirtschaftlichen Aufschwung. Durch diesen glamourösen Rausch schleppt sich Perry Mason in der ersten Staffel als Privatdetektiv noch mit Mühe durch den Tag. In der zweiten Staffel ist er zum Anwalt aufgestiegen und legt sich in seinem neuen Fall mit der Öllobby an. Als der Sohn eines einflussreichen Ölmagnaten ermordet wird, sperren die Polizisten 2 mexikanische Arbeiter ein. Aber Perry Mason glaubt nicht an ihre Schuld. Now you treat those Mexican boys better than you treat your own son. I don't know how to fight this case. Oh, I know that look. You can't stop your wheels from spinning. We got this one long shot. We could take down some of the biggest names in this city. But nobody. That's telling me the truth. There is no true justice. There's only the illusion of justice. It's not justice that's an illusion. It's a system. Auch in der zweiten Staffel der Krimiserie Perry Mason schlüpft Emmy-Award-Winner Matthew Rhys in die Rolle des Anwalts. An seiner Seite ermitteln außerdem wieder Julia Drylands als seine Assistentin Della Street und Chris Chalk als Ex-Cop Paul Drake. Beide Staffeln von Perry Mason findet ihr jetzt bei Wow. Meeresschildkröten sind majestätische Tiere. Allerdings gibt es nur noch 7 Arten auf unserem Planeten. Die sind aber schon mehrere Millionen Jahre alt, haben also einiges überlebt. Die Dinosaurier, Eiszeiten und Naturkatastrophen. Und die Tiere haben faszinierende Fähigkeiten, wie Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jänicke in der Doku-Reihe Im Einsatz für erzählt. Meeresschildkröten können bis zu 6 Stunden die Luft anhalten und ihren Stoffwechsel so weit verlangsamen, dass ihr Herz nur alle 9 Minuten schlägt. Sie sehen mehr Farben als wir Menschen und sie weinen. So regulieren sie den Salzgehalt ihres Blutes. Meeresschildkröten werden so alt wie wir Menschen, können bis zu 1000 Meter tief tauchen und zigtausende von Kilometern weit schwimmen. Doch ihre Superkräfte reichen nicht. Meeresschildkröten sind vom Aussterben bedroht. Plastikmüll in den Ozeanen, die intensive Fischerei und die Schifffahrt bedrohen die Existenz von Meeresschildkröten. Die neue Folge der Doku-Reihe führt Hannes Jänicke an die Strände von Costa Rica, wo er Babyschildkröten beobachtet und er trifft auf Umweltschützerinnen in Griechenland und Kenia. Die Doku Hannes Jänicke im Einsatz für Meeresschildkröten findet ihr ab jetzt in der ZDF-Mediathek und da findet ihr auch alle anderen Folgen der Reihe.
Das war's von uns für heute. Wenn ihr noch nicht genug von Was läuft heute habt, morgen gibt es wieder eine neue Episode. Die findet ihr, wie auch alle anderen Folgen, auf unserer Webseite detektor.fm, in der Detektor-FM-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Tipps für diese Folge hat meine Kollegin Sarah-Marie Plikat rausgesucht. Tim Schmutzler hat die Episode produziert. Mein Name ist Anja Boll. Ich sage Tschüss und bis morgen. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.